Seit 25 Jahren tragen die Austrian Open internationale Tanzturniere aus und haben sich so zum größten Tanzsportturnier im Herzen Europas entwickelt. Gelungener Auftakt zu den bereits 25. Austrian Open, die einmal mehr im Multiversum Schwechat stattfanden. Tanzpaare aus über 50 Nationen schwebten beim dreitägigen internationalen Tanzsportturnier übers Parkett. Seit 6 Jahren gibt es die Weltmeisterschaft hier aus den Open in Schwechat. Ein toller Erfolg, oder? Der Erfolg ist gegeben. Die Weltmeisterschaften werden mittlerweile schon fast regelmäßig nach Schwechat zugeteilt. Hat seinen Grund, weil wir mit der Halle punkten, weil wir mit der Organisation punkten und, was nicht unwesentlich ist, mit dem Publikum. Es sind treue Anhänger da, es sind dann sportbegeisterte Fans da und das macht die ganze Veranstaltung ein Rundes. Schwechat hat sich ja gegen Wien durchgesetzt. Wie schafft man das? Eben durch Qualität. Es war von Anfang an klar, dass die Halle, das Multiversum, genutzt werden soll und hat damit gepunktet, dass wir eben Qualität bieten und der Tanzsportverband das erkannt hat. Voll, die Stimmung fast wie bei einem Fußball-Ländermatch. Rund 5000 Zuschauer aus der ganzen Welt wurden erwartet. Schwechat Multiversum ist eine ideale Austragungshalle, ist eine Eventhalle, keine Sporthalle und dadurch hat es ein ganz besonderes Flair. Noch dazu, wenn die Halle so wie heute fast ausverkauft ist, macht es eine tolle Stimmung für die Tänzer. Und die brauchen das. Umso mehr Leistung können die abrufen. Das ehrt uns. Vor allem im Hinblick dessen, dass es ja bereits das 6. Mal in Folge ist. Das heißt, das zeichnet uns aus, wir sind sehr, sehr stolz darauf. Gibt uns aber auch recht, dass solche Veranstaltungen wie eine Tanzweltmeisterschaft hier im Multiversum gut über die Bühne gehen können und sehr erfolgreich. Als jährlich wiederkehrendes Großevent zählen die Austrian Open Championships zu den wichtigsten und renommiertesten Tanzturnieren Europas und ziehen damit die besten Tänzer aus allen Kontinenten nach Niederösterreich. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Sport, es ist ein Breitensport. Ich bin selbst ein begeisterter Tänzer und ich glaube, dass gerade in Niederösterreich, wo wir so ein großes Sportland sind, der Tanzsport eine ganz große und wichtige Bedeutung hat. Sie haben auch ein schönes Zitat gebracht, Tanzen ist die Poetry der Füße. Also Tanzen ist nicht nur gesund, sondern auch gesund für die Seele. Ja, ich glaube, Tanzen ist sowohl etwas für die Gesundheit als auch für die innere Balance. Und letztlich, man sieht es auch hier in den Tanzbahnen, Tanzen macht unglaubliche Freude. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn sich ein Paar zum Rhythmus der Musik wunderschön bewegt. Welchen Stellenwert hat die Veranstaltung weltweit gesehen? Die hat einen ganz hohen Stellenwert, da sind wir auch sehr stolz. Wir sind an 3. Stelle im Ranking von den Top-Turnieren der Welt und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Also wir werden sehr gerne als Organisator genommen, haben da ja auch immer wieder Europa- und Weltmeisterschaften fast jährlich auszurichten. Für die Wirtschaft ein wichtiger Event, nicht nur jetzt hier im Multiversum aufgrund der Besucher, sondern auch rundherum die Gastronomie, die Hotellerie, also man profitiert davon und ich finde ein Zusammenspiel zwischen dem Organisationsteam, der Wirtschaft in Schwechat, der Schwechater Politik, also ich denke ein idealer Event, der wirklich ganz, ganz toll ist. Schwechat als Nabel der Tanzsportwelt, ein wahres Tanzfest, tänzerische Höchstleistungen und Shows der Sonderklasse. Es sind über 50, genau 52 Nationen da, also quasi von Macau bis zu Bratislava, wenn man so will, Österreich selbstverständlich. Und
diese Gemeinschaft, dieses Völkerverbindende, gipfelt auch darin, der Slogan, der Schwäche der Stadt ist der Tor zur Welt. Und der Tanzsport garantiert das und zelebriert das und dokumentiert das auch. Thank you. Thank you.